Seid herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 1. Wir wollen uns heute in dieser Folge noch ein bisschen umschauen und wie ich sehe, haben wir da noch eine Triotech. Die werden wir natürlich mal austesten. Teilchen kann man immer gebrauchen. Vor allem wir im Moment sowieso. Okay. Oder besser gesagt, ich habe in der letzten Folge gesehen, dass es hier ein Itemladen ist. Wollen wir mal schauen, was wir hier so finden. Willkommen. Willst du etwas kaufen? Ich will etwas kaufen. Etwas kaufen. Kramstadt. Stadt besitzt magische Kräfte auch für physische Angriffe verwendbar. Großer Schild. Eher für die Abwehr gedacht. Schützt vor diversen Angriffen. Praktisch gut. Dient nur dem Offensivkampf. Alles klar. Ich habe eindeutig zu wenig Talerchen. Also warten wir damit lieber noch ein bisschen. Ob ich dieses Spiel zu 100% schaffe, weiß ich nicht. Werde ich sehen. Ich kann es zumindest versuchen, aber alles weiß ich natürlich nicht über das Spiel. So, wir wollen etwas kaufen. Alle Feuerschäden 20%. Abwehrkraft steigt geringfügig. Maximal AP steigen. Mehr kann ich eh nicht kaufen. Maximale HP. Alles klar. Wie sieht das mit Donald aus? Der hat im Moment 18. Im Moment jedenfalls. Goofy hat 30. Dann geben wir es doch lieber Donald. Und definitiv erstmal speichern. Das habe ich zum Ende der letzten Folge ja nicht gemacht. Gut. Aber wisst ihr was? Dann werden wir jetzt einfach mal zum Gummijet wandern. Bodenstation an Crew. Der grüne Kreis zeigt euren Aufenthaltsort. Mit dem Bewegen des Kreises lässt sich das nächste Ziel bestimmen. Der Kampflevel gibt den Schwierigkeitsgrad an. Je mehr Sterne, desto stärker sind die Herzlosen in dieser Welt. Alles klar. Ich würde sagen, da ich sowieso nicht weiß, was auf uns zukommt. Mit diesem Gummijet reisen wir von Welt zu Welt. Aber die Schiffe der Herzlosen werden versuchen, uns zu stören. Deswegen muss der Gummijet gekonnt gesteuert werden. Der Gummijet wird mit dem linken Analogsignal steuern. Mit nach hinten liegen lässt ihn steigen, nach vorne liegen lässt ihn sinken. Aber ja, vorsichtig sein, was den Energieverbrauch angeht. Die grüne Leiste zeigt die Schildenergie an.
fällt ja die Schildenergie auf Null, geht es zurück zur Abflugstelle. Okay. Wir kriegen aber alles so. Ich muss sagen, das Ziel ist gar nicht so einfach. Alter! Ich treffe das Ding nicht. Das ist gar nicht so einfach, selbst das Ziel. Aber die erkenne ich doch. Das ist das Wunderland. Landen. Wundersame Begegnung. Wonderland. Zu spät, ich komme viel zu spät. Oh je, oh je, ich bin hier, aber ich sollte da sein. Höchste Zeit, muss noch weit. Oh je, die Königin wird sich an meinen Kopf fordern. Höchstwahrscheinlich. Aber hier haben wir eine grüne Triotech, die ich noch nicht nutzen kann. Stimmt, ey, das war die Blau, die ich erst nutzen kann. Okay. Wie ist der so klein geworden? Du bist einfach zu groß. Ah, er spricht! Müsst ihr so laut sein? Ihr habt mich geweckt. Guten Morgen. Gute Nacht. Ich brauche noch etwas Schlaf. Warte, was müssen wir tun, um klein zu werden? Warum nimmst du nicht die Flasche da drüben? Oh, natürlich, das. Trinken wir mal. So, jetzt sind wir geschrumpft. Super. Und da sind ein paar Hesslos, die auf die Schnauze wollen. Hey. Also ihr werdet auch immer stärker, ne? Wer ist noch? Du bist noch auf die Schnauze. Haben wir es denn jetzt? Ich glaube ja. Okay. Yeah.
Hey. Hey. Hab ich dich. Haben wir es denn jetzt? Ich glaube ja. Nö, der pennt. Ach, wie schön hier. Aber ich glaube, ich... Gut, hier würde ich bloß eine grüne Trio kriegen. Die ich aber noch nicht... Okay, auch. Ey, so war willst du mal da hochgehen? Na toll, die tauchen hier immer auf. Was habe ich davon? Toll, jetzt pennt er hier oder was? Hey, dann die was fallen lassen. Gut, die eine ist zum Klein werden, die andere zum Groß werden. Das ist schon mal gewusst. Das Ganze bringt mich aber trotzdem noch nicht weiter. Ach, guck mal, hier habe ich sogar einen Punkt zum Speichern. Alles klar, ich sollte die Dings nehmen, um klein zu werden. Ah, das heißt, wir kommen damit also quasi gleich weiter. Alles klar, aber ich würde sagen, ich lasse die Folge mal so kurz hier. Das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Wir werden hier speichern. Ja, von hier aus kann ich die Speicherstelle leider nicht löschen. Schade eigentlich. Egal, Leute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge mit dabei seid. Dann werden wir uns hier weiter im Wunderland umschauen. Bis dahin allerdings. Habt einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.